Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns hier immer noch auf der Station von Wir der wissen der Düder republikanischen und der Beck. Flotte. Ja, ne, das wissen die Leute mittlerweile. Ja, nee. Genau. Das muss man Und immer noch mal sagen. ja, na ne, gut. Okay, er ist der Doofe und ich bin der Black. Wir sind dick Wir, und genau, doof. wir Ihr haben uns mich ja halt in der doof und du bist dick. letzten Folge ein bisschen neu ausgerüstet. Warte, ich guck mal, Also beziehungsweise Fettsack. nicht in der Folge, sondern eigentlich teilweise größtenteils in der Folgenpause. Ich guck mal schnell, damit er mal auf den neuesten Stand kommt. Durchhalten. Hier, das Alles war es. erledigt. Ja, dankeschön. Das war in der Ja, bitteschön. Premium-Lagerkiste drinne. Dann, ja, die Rüstung hat alles neue Modifikationen und neue ja, Verbesserungen und Armierungen natürlich auch drin. Eine Waffe habe ich eine neue, den Wachpostenwerfer, den habe ich mir mit den Kriegsgebietauszeichnungen gekauft. Und naja, sind wir wieder so halbwegs ausgestattet. Habe ich das hier eigentlich neu gemacht? Ja, fast aus, bis auf die Armierung, glaube ich. Aber das macht nichts, machen wir später mal. So, auf jeden Fall bin ich wieder gut dabei. Meine alte Kiste hat der liebe Arik bekommen, meine alte Waffe. Und meine neue, ja, habe ich selber selbstverständlich selber an. Der Ilara heißt sie, habe ich hier auch eine gesponsert. Bin ich gar nicht so. Und jetzt gehen wir, der Dude ist schon auf dem Weg gewesen. Da mal runter Ja, und gucken uns mal ich guck mal. mandalorianische Räuber an. Wir werden es wahrscheinlich jetzt nicht gleich machen, diesen Flashpoint, aber wir schauen mal rein. Beziehungsweise gucken, ob der Dude das Ding vielleicht annehmen kann. Wäre ja schon mal was. Weil, soweit ich weiß, hat Also das ich glaube, nicht. ich soll sie ja nicht annehmen, eigentlich. Hier. Ach so, ja, hier kann ich annehmen. Ja, warte, 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 warte. Dann machen wir es halt so. Bereit? Meisterin Satil, bitte melden. Wir sind auf der Carrick-Station eingetroffen. Klärt uns über die Lage auf. Nur wenige haben auf meinen Notruf reagiert, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Wir müssen schnell handeln. Ein mandalorianischer Clan hat unser Kriegsschiff, die Alusis, angegriffen und entführt, während sie in der Werft der Fondor überholt wurde. Sie nutzen das Schiff, um wehrlose Systeme im Outer Rim anzugreifen. Ein größerer Feind steckt dahinter. Mandalorianer niesen nicht einmal ohne ausdrückliche Erlaubnis des Imperiums. Das haben wir zuerst auch angenommen. Die Mandalorianer fordern viele Todesopfer und verlangen hohe Tribute von den unterworfenen Welten. Sie verlangen Waffen, medizinische Versorgung und sogar Nahrung. Aber sobald die Opfer ihre Tribute übergeben haben, werfen die Mandalorianer die ganze Beute durch die Luftschleuse der Alusis von Bord. Die Mandalorianer sind schon viel zu lange die Geißel der Galaxis. Es ist an der Zeit, dass sie ihre gerechte Strafe erhalten. Wir haben es nicht mit dem gesamten mandalorianischen Volk zu tun, nur mit einem Teil davon. Die Räuber sind eine Gruppe abtrünniger Mandalorianer von einem besonders militanten Clan namens Varad. Sie haben sich vom Imperium und Mandalore losgesagt. Der Varad-Clan greift auch imperiale Planeten an und das Imperium sinnt auf Rache. Zum Glück konnte ihre Flotte die Alusis nicht zerstören. Wenn die Alusis imperiale Welten angreifen und überleben kann, muss es sich um ein beeindruckendes Schiff handeln. Unsere Ingenieure haben das Schiff gerade mit fortschrittlichen Schilden und Waffen ausgerüstet, kurz bevor es entführt wurde. Republikanische Spione haben kürzlich eine verschlüsselte Nachricht für den imperialen Großmoff abgefangen. Sie wurde von einem Sith Lord namens Darth Malgus gesendet. Beunruhigende Nachrichten. Mandalorianische Späher haben ihre aufsässigen Brüder im Tamarin-Sektor aufgespürt. Ein imperialer Stoßtrupp ist unterwegs, um das Schiff des Varad-Clans zu entern. Wir werden die Verräter ausschalten, das republikanische Kriegsschiff erobern und es dem imperialen Arsenal hinzufügen. Wir dürfen die Alusis auf keinen Fall dem Imperium überlassen. Wir brauchen die Schild- und Waffentechnologie des Schiffs für unsere eigene Verteidigung. Ja, dann würde ich sagen. Wenn ihr ein Team benötigt, um das Schiff zurückzuholen, sprecht ihr mit den richtigen Leuten. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen die Alusis entern, den Varad-Clan besiegen und nach Coruscant zurückkehren. Und Darth Malgus' Leute dürfen uns nicht zuvorkommen. Die Pläne von Sith Lords zu vereiteln ist meine Spezialität, Meisterin Satil. Und Mandalorianer sollten auch keine Gefahr für mich sein. Die Krieger vom Varad-Clan haben sich auf den Kampf gegen Jedi spezialisiert. Unterschätzt sie nicht. Ich führe eine Angriffsflotte zu den Koordinaten eures Ziels. Unsere Schiffe werden die Mandalorianer ablenken, damit ihr unbemerkt an Bord der Alusis gelangt. Eure Angriffsfähre wartet auf der Startrampe auf euch. Möge die Macht mit euch sein.
Alles klar. Ist allerdings ein Flashpoint, wisst ihr ja. Ein Flashpoint. Genau, ein Flashpoint. Okay. Und deswegen werden wir diesen Flashpoint jetzt nicht direkt machen. Ich guck Oh, ich mal. bin schon reingegangen. Und du bist ein Pfeifenkopf. Warum machen wir den jetzt nicht? Ja, weil wir nicht vier Leute sind. Das wird helfen. Na und? Na und? Kriegen das trotzdem hin. Na Komm, gut. wir probieren es einfach. Komm mal jetzt rein. Los. So, wo bist denn du jetzt? Also du bist bei... Bin reingegangen, dort in das Lilane. Das Lilane, ja, oh gut, ist nur ein Lilanes, dann gehen wir da mal rein. Meine Güte. Ja. Da waren, das war, da drin war eine Quest irgendwie, zumindest. Ja, natürlich, das ist dieser Flashpoint. Ja, zumindest, oh, ohne Scheiß, jetzt, das wurde mir auf der Karte einfach so angezeigt, ja, als wenn da so ein NPC stehen würde. Aber so. Okay, im Nachhinein, ja, ja, bla, bla, bla. Hast nicht gesehen, klar. Aber im Vorfeld nicht erkennbar. Doch, wenn man die Augen aufmacht. So, gucken wir mal, ob wir das schaffen. Wäre sowieso ideal besser gewesen, wenn wir über die Dings reingegangen wären. Den Gruppenfinder. Erstens hätten wir da noch zwei Leute dazu bekommen. Aber mal schauen, wie weit wir kommen. Zur Not können wir ja wieder raus. Genau. So, ich rufe mal meinen Tangy Guy. Ich muss erst mal gucken. Ja, jetzt bin ich da. Ja, rufen wir mal deinen Tangy Guy. Und dann gucken wir uns mal um. Hier spricht der Häuptling des Varad-Clans. Hallo. Wer auch immer ihr seid, ihr habt das falsche Schiff herausgefordert. Für welches Level wäre das denn eigentlich? Weiß ich jetzt gerade nicht. 24, also doch, die sind gut dabei. Jo. Also unser Level. Was natürlich auch von Nachteil für uns ist. Also haben wir hier davon, geht's weiter. So haben wir hier unseren Level-Bonus nicht quasi. Aber ja gut, wir sind aber... sind aber, glaube ich, nicht schlecht ausgestattet, ne? Ja, das stimmt. Und du bist zwei Level drüber, ich eins. Ich denke, das wird trotzdem noch klappen. Na, kommst du, wir werden es sehen, wenn wir bei den Bossen sind. So. Warum spielst du jetzt mit dieser Elara Dorn und nicht mit dem anderen Heim? Der hat zwar mehr Schaden, aber die heilt ein bisschen mit. Brauche ich nicht alleine heilen. So. Zack. Und gleich mal so. Na, bis jetzt geht's. Heißt aber nicht, dass es bis immer geht. Wir werden es versuchen und probieren und wir sehen's. Oh, was ist das denn? Tioan Hirutsu. Die Elara. Für die Elara wäre die tatsächlich geeignet. Nehme ich mit. Da oben rennt eine Patrouille. Warte, warte, warte. Hier können wir wenigstens hier den Sanitätsdroiden noch mitnehmen. Flupp. Der repariert. Was macht er jetzt? Ja, der heilt uns noch mit. Ach so. Gut, nicht? Müssen wir jetzt drauf einfach? Ja, gut. Machen ja, wir eh nicht viel anderes. Ne? Ja, okay. Ja, gut, die fallen sowieso relativ gut. Lalalalalala. Das Dumme ist jetzt, dass wir zwei solchen Droiden. Aber das kriegen wir auch hin. Und hepp. So. Ja, also jetzt so als Elite, also die fallen wirklich bisher relativ gut und günstig. Hm? Ja. Die fallen bisher relativ gut. Ja, ja, genau. Ich bin auch zufrieden. Passt schon. Schauen wir mal, ob wir überhaupt bis, wir haben drei Folgen ungefähr, wisst ihr ja, bis unsere PvP-Folgen wieder anfangen. Sollten wir nicht durchschieben, durchkommen, verschiebt sich das eben mal. Ist ja auch nicht das Problem. Nee, verschieben nicht, dann kommen die folgenden hier nicht später. Müssen wir mal gucken. Ja, meine ich ja, wir verschieben sie nach hinten. Also hier, ich meine jetzt nicht PvP, meine ich. Also meinst du jetzt, denke ich mal nicht. Doch egal. Besprechen, ja, wir dann genau, noch mal. Besprechen wir dann nochmal. So, ich habe mir eine neue Waffe gekauft und das Ding ist trotzdem noch besser. Na dann, her damit. So, gucken das wir mal. Das Ding war gerade besser? Okay. Ja, 10 maximaler Schaden mehr. Bisschen also Angriffskraft fehlt, aber... Rein, ne? Ja, ich sehe schon. Ob. Ist ja auch nichts Gefährliches hier bisher. Ja, bis jetzt sind wir schon dabei, genau. Wie schaut eigentlich die Map aus? Hopp. Wir werden auch gut geheilt hier von unseren beiden Heilern. Kannst du mal ja, sehen? Ich glaube, wir gehen falsch, oder? Kann das du sein? Hast, ja, nee, du hast nur deinen Tank noch vergessen. Den sollten wir vielleicht mal irgendwo. Wo hast du den? Der ist doch hier umgefallen, dachte ich. Der umgefallen? Ja. Ja. Hol ihn mal wieder. Ja, wo ist er denn? Woher soll ich das wissen? Dann musst du halt so wiederholen eben. Ah ja, da ist er wieder. So. Hä? Der war gar nicht tot, oder? Dann war er eben nicht tot. Mir auch egal. War der umgefallen? Eigentlich, ja, dich, eigentlich da, nicht. Doch, ich hab den sterben lassen. Oh, du.
Du hast ihn sterben lassen. Ja, um uns zu retten. So, ja, wir sind hier. Nee, du läufst falsch. Wir waren schon richtig. Hier lang. Ach, mit dir. Boah, ein Schläger überall. Ja. Bäm, 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 bäm. Ja, ich hab gerade mal noch ein bisschen mich auf der Karte mal navigiert. Mhm. Irgendwie noch nicht so richtig planen, wie hier was vonstatten geht. Ah, hier oben geht's dann weiter zur Technologie. Genau. Oh, mein T7. Oh, hält ihn doch mal, Alter. Ich muss erstmal mich heilen, immer mit der Ruhe. So, Gefechte für das. Ja, Stärke. Nee, das ist Stärke, genau, das kannst du kriegen, bitteschön. So, stellen wir mal dein T7 wieder auf. Auch doch schön, wenn du den nicht ausstattest, bist du selber schuld, dass der so leicht umfällt. Warum? Der ist so ausgestattet. Mit Motoren und so? Glaub schon. Ja, ein paar Dinge werden sicher noch drin. Na ja. Gut. Okay, dann würde ich sagen, meine mal, das hier. Und zap. Oh, da kommt einer angerannt. Warte mal. Oh, zu spät. Wow, jetzt kriege ich schon ein bisschen Schaden. Müssen wir eben heilen. Ich kümmere mich schon drum. Wenn sie mit ein hier. Oh, erledigt. Okay. Ja, ich bin gleich wieder da. Versuch zu überleben. Oder irgendwas auszuschalten. So. Nee, ich bin auch blöd. Na gut, dann komm halt wieder. Schade, unser Sanitätsfreude ist auch weg. Möglicherweise ein Boss, der da mit angerannt kam, oder irgendwie ein Elite-Mob, der zusätzlich. Aber glaube ich, im Hintergrund. Also die vorne, die waren ja eigentlich keine Elite gewesen, ne? Ja. Wobei, nein, ich weiß warum. Die vorne, die waren stark gewesen. Das waren 4 Monster deswegen. Ah. Weil die etwas stärker waren. Na gut. Naja, okay. Ein paar haben wir ausgeschaltet, wie es aussieht. Genau. Sieht ganz gut her aus. Ich sehe jetzt gerade keine mehr. Wo sind die alle hin? Sind die alle respawned? Scheinbar schon. Ja. Der hebt mich mal erstmal wieder auf. Was? Achso, du liegst noch. Ja, natürlich. Yeah. Wo liegst denn du? Hier hinter dir. Zurück. Ach da. Hallo. Hi. Komm mal hoch. Jo, schön wert. Pennt der da. Ich mühe mich hier ab und der pennt. Das ist wieder mal typisch. So, T7 lebt auch wieder. Wunderbar. Oh, verdammt, hier hinten hat er sich versteckt. Ah, okay, ich war dann auch scheinbar auf den falschen gegangen. Das hat zwar die. Wow, na ja, gut. Beeil mich. Einer nur noch. Die sind nicht schlimm. So, danke, dein Tank hat abgenommen. So, gleich mal wieder aufstatten hier. Ja, es macht schon ein bisschen Aua hier. Warte mal, da hinten. Achso, da kannst du auch rein. Guck mal hier hinten. Da hier hinten hat es schon offen gemacht. Ja, jetzt hast du die auch aufgemacht. Ist ja scheißegal. Dann gehen wir halt hier mal rein. Was gibt's da? Einen Mandalorianischen Räuber. Nur. Ja, die sind ja nix. Also, die können ja nicht viel. Die kriegen wir platt. Was ist denn jetzt hier? Vermutlich nix. Ja, und warum sind dann die Räume hier? Ja, ne. Wenn wir einen Grund haben. Ja, nee, ja, damit die Leute auch ja irgendwo wohnen können, die wir hier umbringen. Ich meine, kommt ja nicht jeden Tag für einer vorbei. Oh, hier ist noch ein kaputter Sanitätsdroide, holen wir den mal mit. Jo. Ich kann ja mal gucken, ob hier unten in dem Raum noch was ist. Oh, da stehen ein paar mehr. Kommst du mal? Ja, bin unterwegs. Ja. So. Ja. Ich lenk ein bisschen ab. Bin der Mega-Tank, den ich lenk. So, jetzt ist genug gelenkt, jetzt sollte ich mich mal wieder heilen. Oh, der eine wurde von T7 sogar schon umgebracht. Haha. T7 hat wieder Aggro? Nee. Nee, T7 hat Aggro. Das war schon. Aber hier gibt's irgendwie nix, kann das sein? Nö, hatte ich auch nicht erwartet. Okay. Ja. War es sinnlos, also die zu killen. Außer halt für die XP. Tja, XP können wir brauchen bei unserem niedrigen Level. Richtig.
Mal gucken, was hier drin ist. Scheint auch nicht. Hier muss man ja nicht rein, dann machen wir es auch nicht. Genau. Die nehmen wir noch mit hier. Ja, der steht mir im. Oh. Jetzt. Also scheinbar kurioserweise hatten wir jetzt gerade das Problem, dass hier ziemlich viel geaddet hat. Obwohl jetzt eigentlich auch wieder hier Trupps nur da stehen, die halt 1-2 sind. Was? Wer weiß, was das war. Bitte? Was hatten wir? Hä? Wir haben gerade ziemlich viel geaddet gehabt vorhin. Ach so. Wo wir gestorben sind. Ja, also 3-4 und jetzt stehen hier wieder nur welche mit 1 oder 2. Genau, jetzt machen wir aber erstmal Pause, würde ich sagen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Na, geht nicht.